Heute der Giraffennachwuchs außer Rand und Band. Und der kleine Komodowaran bekommt einen großen Happen. Später Nachmittag bei den Elefanten. Die letzten warmen Sonnenstrahlen sorgen für Entspannung. Der Nachwuchs probiert sich als Bergsteiger oder als neugieriger Wurzelzwerg. Der Rest der Herde räkelt sich drumherum. Der Bereichsleiter Thomas Günther beobachtet die idyllische Ruhe. Doch plötzlich. Es hat ein Kind gerufen. Wird's laut. Jetzt geht die Oma und die Leitkuh. Die nimmt ihren Job wahr. Das ist eine Leitkuh. Kiwa auf 180. Wenn das Enkelkind ruft, dann ist auch was geboten hier. Ja, nach dem kleinen Aufreger geht's hier draußen dem Ende zu. Je nach Witterung holen wir die dann jetzt, wenn es zu frisch wird, dann auch ins Häuschen. Die ersten Einrücker, die Bullen. Junior Edgar und Woynam. Danach übernehmen die Frauen das Kommando. Je nachdem, wer hier auf der Anlage ist, gibt es jedes Mal eine neue Regierung. Man sieht es auch gleich, wenn wir jetzt die Bullen wegnehmen, ne, dann verändert sich sofort diese Gruppenstruktur. Dann haben die Mädels das Sagen und dann geht Astra sofort nach vorne. Jetzt hat man kurz auch die Schreierei im Hintergrund gehört. Ne, der ganze Tagesablauf dreht sich um die Muttis und die Kinder. Und die Bullen haben in der Konstellation eine sehr wichtige Funktion, weil die natürlich für Ruhe sorgen. Also es ist ein ganz schönes Familienleben jetzt. Ruhepol Woynam hat Feierabend jetzt. Also die Bullen sind so weit trainiert, dass es die ersten sind, die Anlage verlassen. Genau, jetzt merkt man sofort, wie sich die Situation ändert. Der große Bulle ist hinter den Kulissen verschwunden. Das zeigt für Astra neue Spielregeln. Weil der Edgar, der stänkert immer ein bisschen, aber Astra kann ihm natürlich noch das Wasser reichen und ihm Paroli bieten. Das ist auch völlig unproblematisch. Aber die Mädels, sobald der kleine Bulle jetzt weg ist, dann gehen sie nach vorne. Und auf der Anlage 2 ist jetzt die Rani momentan. Also man muss, sobald man die Bullen eingesperrt hat, muss man relativ schnell dann die Rani retten. Na dann schnell zur Anlage 2. Muss man immer dranbleiben hier, wenn die Gruppenstruktur sich ändert. 4 Berliner Mädels und Außenseiterin Rani. Eine heikle Konstellation. Auf der Afrika-Savanne die Pforten noch geschlossen. Doch das wird sich gleich ändern. Jens Hirmer, der Bereichsleiter, hat eine Premiere geplant. Es geht um das jüngste Herdenmitglied, die Tochter von Sipive. Wir haben mal Hals über Kopf entschieden, es ist gerade kein Sturm, es ist gerade trocken, die Sonne scheint. Wir lassen sie mal die Anlage kennenlernen. Die ist gerade in so einer Phase, wo sie so gerne mal alles erkundet. Das müsste man, sollte man mal nutzen. Wir versuchen das jetzt. Der Renne ist gerade drin dabei. Und ich hoffe, sie geht mit. Dann gucken wir mal, ob sie rausguckt. Und schon öffnet sich die weite Welt. Ja, sie läuft ja erstmal gut mit. Und witzigerweise beide Elternteile dabei. Also selbst der Papa ist mit in der Nähe. Das sieht erstmal gut aus. Erstmals freie Sicht, ganz ohne Planken. Für das muss das kleine Ding erstmal verkraften. Naja, das hat sie noch nie gesehen. Ne? Guckt das so, was ist denn das? Nee, klasse. Man kann es halt nur nicht übertreiben, weil Körpertemperatur können die Jungtiere noch nicht so gut regulieren. Deswegen kann man das nicht so in die Länge ziehen. Aber hier mal so ein paar Sonnenstrahlen, mal weichen Anlagenboden, das ist schon mal cool. Jetzt kann sie mal richtig rennen. Ja, jetzt geht's auf Entdeckungstour. Doch schon nach wenigen Schritten eine Grenze. Was bedeutet das jetzt? Das Absperrband haben wir gesperrt, dass die Kleine die Grenzen sieht.
Sie wird jetzt sicherlich gleich ein Gewisch kriegen, aber das gehört leider dazu. Das ist, ich habe es gerade besprochen. Und schon steht sie wieder bei den Eltern. Also das ist in der ersten Klasse, erste Stunde gehört das dazu, kennenzulernen, dass der Zaun wehtut. Um einfach auch dafür zu sorgen, dass sie da nicht durchmarschieren. Und jetzt hat sie noch das Band gesehen, da weiß sie, okay, da ist Schluss für mich. Und dann kaum gesagt, kommt sie schon wieder einem Zaun gefährlich nahe. Und der hat kein Absperrband, ist aber auch elektrisch. Also, besser nicht ablecken. Im Gondwanaland auf dem Marktplatz, da sind wir verabredet mit Lisa Fischer. Doch leider hat sie keine guten Nachrichten. Jo. Unser Drehobjekt ist weg. Wir wollten ja eigentlich die Krontaube heute filmen. Heute hat es noch keiner gesehen, unser Krontaubenkind. Jetzt müssen wir es erstmal suchen und hoffen, dass wir es finden. Ich habe ein bisschen Sorge, weil es ist noch klein und die Eltern lassen es immer mal irgendwo sitzen. Nicht, dass es irgendwann mal sagt, mich so langweilig, ich gehe mal alleine los. Wir müssen mal gucken. Es hält sich meistens hier so in dem Bereich auf. Ob es das heute tut, weiß ich nicht. Ich habe schon alle Pfleger aktiviert, dass sie mal die Augen offen halten, aber es hat noch keiner gesehen. Also hier vorne war das Nest in dem Baum. Ja, das Jungtier hat bereits Höhen und Tiefen miterlebt. Da oben, da ist allerdings nicht mehr viel davon übrig. Also das Kind war wahrscheinlich dann zu groß und zu aktiv und das Nest ist abgestürzt. Und dann saßen Papa und Kind da oben. Was machen wir jetzt? Und eine Stunde später waren sie beide weg und sind hier unten rumgelaufen. Und es war quasi fertig und konnte schon alles. Also es war der exakte gute Zeitpunkt, um auszufliegen, um als freifliegender Vogel hier zu starten. War schon ganz gut. Ich hatte erst Sorge, dass es noch zu früh ist, aber es hat super funktioniert. So, dann müssen wir mal suchen. Also die letzten Tage wurde es hier immer einfach abgesetzt und musste warten, bis die Eltern zurückkommen. Da hat sie immer ganz geduldig gesessen und geguckt. Allerdings hat es keinen richtigen festen Platz. Also manchmal saß es da drüben an der Wand, manchmal hier so halb unter der Brücke. Das Krontaubenjunge, das erste überhaupt in der riesigen Halle. Doch es nun zu finden, ist alles andere als ein Kinderspiel. Das Problem ist, es sagt ja auch nichts. Es sitzt dann da und hofft, dass es nicht gesehen wird. Es bewegt sich nicht und sagt nichts. Und dann muss man halt die Augen offen halten. Das hier ist es nicht, oder? Das ist eine männliche Straußwachtel. Wenn es noch ein bisschen wächst, könnte es fast eine Krontaube sein, aber es wächst nicht mehr, es bleibt so klein. Und man sollte meinen, das kann nicht so schwer sein. So klein ist es nicht und es ist blau. Aber es guckt sich weg. Tja, wo nur hat es sich versteckt. Die Außenanlage inzwischen bullenfrei. Auch Edgar ist von der Bildfläche verschwunden. Thomas schaut derweil zu, wie Keva, die Leitkuh, das Zepter übernimmt. Und die zeigt erst mal, wer hier die Chefin ist. Da sieht man jetzt auch am Türchen steht die Keva, gut zu erkennen an diesem Stern hinten. Und reizt die Donchong, die da auf der anderen Seite steht. Sieht man, wie die Astra ins Bild kommt. Astra kann man immer gut erkennen. Die hat ja so einen Zweidrittelschwanz, da fehlt ja die Schwanzspitze. Und auf der linken Seite hat sie noch so ein Loch im Ohr. Und da merkt man auch, wie Rani jetzt langsam Stress kriegt. Ne? Der Schwanz geht so weg, das ist so wie so ein Rückspiegel. Die dreht sich also mit dem Po in Richtung Feindesland und tastet dann immer mit dem Schwanz, wo der ranghöhere Elefant steht. Und Rani hat ja auch ein kleines Handicap. Und weil die auf der linken Seite nichts sieht, muss sie immer mit dem rechten Auge Astra genau im Auge behalten. Das ist jetzt eigentlich die Konstellation, wenn die Bullen weg sind, dass nämlich Keva und Astra gemeinsame Sache machen. Jetzt merkt man schon, wie es der Rani hier vorne ein bisschen unwohl ist. Jetzt hat Rani gecheckt, der Bulle ist weg. Astra hat es auch gecheckt, jetzt ist es für Rani ungemütlich. Rani geht jetzt rückwärts und die muss aber immer Astra im Auge behalten. Weil Astra ist auch so schlau, die weiß ganz genau, dass Rani auf der linken Seite nichts sieht. Also wenn sie die abfangen will, dann kommt sie von der anderen Seite. Dann muss man natürlich ein bisschen das im Auge behalten. Also man kann nicht einfach einmal sagen, das läuft und so geht es jetzt die nächsten 10 Jahre bei Elefanten. Das ist ein sehr komplexes, dynamisches Ding. Da muss man also ständig am Ball bleiben. Und jetzt sieht man, wie die Astra zu Rani geht und sie mal so ein bisschen androht.
Astra. In Stänkerlaune. Mal sehen, wie lange das gut geht. Gestatten Jiva, der junge Komodo-Waran, hinter den Kulissen von Gondwanaland. Unser kleines Monster ist sehr entspannt. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Das kleine Monster wird im Sommer 2 Jahre alt. Für Christian Patzer Zeit, den Speiseplan umzustellen. Wir haben jetzt die Fütterung ein bisschen erweitert. Es gibt es nicht mehr nur aus der Pinzette, Fisch oder Maus oder sowas Kleines. Jetzt haben wir schon etwas Größeres im Angebot und binden das ihm an, dass er eben, wie es gewohnt sein müsste, eben auch mal das Tier, das Futtertier selber sich auseinanderziehen muss bzw. öffnen muss, dass er eben ein bisschen was zu tun hat. Also so wie bei Kleinkindern, wenn die ersten Zähne dann richtig da sind, können sie auch mal was Richtiges mumbeln. Und bevor es dann eben nur Babybrei ein Leben lang gibt, soll es dann für ihn eben auch mal was anderes geben. Ja, heute habe ich mal einen Hamster, den würde ich ihm jetzt anbinden und mal schauen, wie weit wir da kommen. So, ich mache mal hier kurz rum. Ja, Sicherheit geht vor. Und da guckt er schon, recht interessiert. Ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich, so nah zu hantieren? Naja, jetzt ist das Futtertier mit dabei, da muss man schon ein bisschen Obacht geben, dass er jetzt nicht gleich losspringen will, sondern dass er eben erstmal noch ruhig sitzen bleibt. Jetzt wird er langsam aufgeregt. Das ist das Diensthandy, sehr schön. Das passt genau. Handy am gedeckten Tisch. Was für eine Unsitte. Wie schön. Da ist aber jemand hartnäckig. Aber nicht mit Patzi. Hier gibt's noch Tischmanieren. Doch es herrscht nicht nur Handyverbot, auch unsere große Kamera ist nicht gern gesehen. Ihm ist das wahrscheinlich zu unsicher, wenn wir in der Nähe sind, dass er dann an dem Futtertier rumracken kann. Und da haben wir jetzt eben versucht, feste Kameras zu installieren, dass wir da ein bisschen was mitkriegen. So, schmecken lassen. So, und jetzt kann er in Ruhe essen. Und da kommt er schon. Um die Ecke. Das Giraffenmädchen noch immer am Stromzaun. Doch diesmal kriegt es die Kurve und es wird weiter inspiziert. Ja, das mal abgecheckt, wer seid denn ihr? Na hallo. Das ist super, das läuft gut. Mutti ist auch in der Nähe, also alles gut. Inzwischen weiß die Kleine ganz genau, wo sie ihre Milch herbekommt. Letztlich hat sie sich dann auch verirrt und da gab es ein paar Tritte von den großen Jungs. Na, ja, mal, jetzt willst du auch noch mal trinken oder was? Ja, Jamal war auch einer, der gegen die Kleine ausgeteilt hat. Doch mittlerweile ist die Lage ganz entspannt. Also mit den langen Lulatschen, das hat sich zum Glück gegeben. Die Kleine hat natürlich bei jedem geguckt, ob da was zu holen ist. Und dann, ob sie jetzt nur kitzlig waren oder das irgendwie komisch fanden. Also da haben sie schon danach auch getreten. Aber zum Glück nicht immer Vollpower, sondern mehr angedeutet. Aber man erschreckt dann schon. Oh, die Kleine verkrümelt sich nach hinten. Das heißt Stellungswechsel für Jens. Oh, und René Vorberg ist auch schon da. Ja, willst du da noch draußen lassen? Na, spätestens, naja, ich sag mal so, wenn die jetzt noch mal vorgehen würden, Richtung vorne, würde ich das Tor dann aufmachen, so langsam. Weil wenn sie hinten stehen, reinschaue ich mir der eh nicht, würde ich nicht machen, da gibt's noch sinnloses Gerenne. Also zeitnah, aber wenn sie noch eine halbe Stunde brauchen, ist für mich auch okay. Sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Ja. Keine Stürze, keine Falle. Mach mal leichter. Das ist der perfekte Ort. Nee, doch nicht erleichtert. Hey, hey. Weißt du, willst du gerade mal weißt du, entspannt? Da kommt hier irgend so ein Riesentier und scheucht dich weg. Na ja, ich werde mich mal vororientieren. Ne? Mal gucken, ob sie jetzt durchgehen. Da rüttel ich mal am Tor. Wa? Ja. Aber das ist natürlich Lebensfreude. Das ist einfach mal austoben. Oh, mit Vollgas geht's zurück. So, René, Sie kommen.
Ja, ja, nicht, dass sie durchschießen. Nö, nö, im Spaziergang geht's wieder rein. Auch. Jawohl. Wenn's schwer fällt. Ab rein mit dir. Fein. Klappe zu, Affe tot. Es war ein perfekter erster Ausflug. Braucht man nichts weiter zu sagen, ist so. Kann man schlechter noch machen. Super. Okay. Lisa, noch immer auf der Suche nach der kleinen Krontaube? Wo steckst du? Auch hier sitzt es gerade nicht. Aber hier sind auf jeden Fall Federn. Oh, eine heiße Spur vielleicht. Da liegt auch eine. Also sie waren auf jeden Fall hier. Die Eltern sind auch relativ häufig hier oben auf dem Balkon. Also es ist eine sehr beliebte Stelle. Da sitzen auch öfter mal andere Vögel. Aber die Krontauben eben auch vermehrt. Aber ich glaube nicht, dass sie es da abgesetzt haben, weil da wäre es recht ungeschützt. Wir checken das trotzdem mal. Hm, ganz viel Kacke. Noch eine heiße Spur. Hm, das ist ein großer Schiss. Das ist bestimmt Krontaube, aber auch schon älter. Also doch keine heiße Spur. Na dann weitersuchen. Muss doch irgendwo sein. Ich würde es schon gern jeden Tag sehen, weil es ist halt auch das erste Kind und eigentlich sind die Eltern ja super präsent. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu verstehen, warum die das Kind einfach so abstellen. Und wenn das Kind dann nicht dabei ist, macht man sich halt schon Sorgen. Wie gesagt, das erste Mal, da müssen wir schon aufpassen auf den Kleinen. Die Halle ist zu groß, es kann überall sein. Ja, es ist die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Eindeutig zu dicht bewachsen. Ja, hier dauert's wohl noch. Rani im Visier von Astra, die im Windschatten nervt. Ja, Astra hat da schon wieder Blödsinn im Kopf. Hier. Ist alles noch nichts Ernstes, aber je länger man jetzt warten würde, umso deutlicher wird es. Rani wollte ausweichen, Astra geht wieder ein Stück zurück. Das ist so eine typische Astra. Uiuiui, das ist nicht ohne. Keva geht sofort nach links zur Donchung und lässt da hinten ihren Dampf ab. Also das hat man richtig gesehen, wie sich die Grafik so langsam aufbaut hier. Also das ist alles vorhersehbar, das ist jetzt kein Hexenwerk. Also in dem Moment, wo die Bullen weg sind, dann hast du da noch maximal 5 Minuten und dann musst du die Situation anders sortiert haben. Und Asra geht sofort nach rechts weg, die weiß, dass es nicht gut war jetzt, aber das war jetzt für Rani auch noch nichts, ne? Aber das wäre jetzt halt immer mehr geworden. Jetzt gehen die drüben ins Haus rein hier, die ganze Familie mit Leitkuh und die Rani kommt jetzt gleich zu Donchung, also damit Donchung nicht alleine steht. Ein bisschen Stress ist ja auch okay, im Positiven und im Negativen, gerade in der Zoo-Welt, die haben ja nun All-Inclusive und eigentlich nicht viel auszustehen. Also wenn die sich gegenseitig mal buffen. Bei den asiatischen Elefanten ist eher eigentlich harmlos, weil die keine Stoßzähne haben. Bei afrikanischen Elefanten, wo auch die Mädels diese schönen Stoßzähne haben, wenn die so aufeinander losgehen, dann passiert auch immer ein bisschen was. Aber hier bei den asiatischen Elefanten, selbst wenn die sich jetzt richtig mal buffen, da haben die nicht dann irgendwelche Befindlichkeiten. Und auch so eine Elefanten mit so einer schweren Kindheit wie so eine Rani hier aus Hamburg, die hat ja von ihrer Mutter nie was Gutes erfahren und hat ja immer auf den Sack gekriegt, ne, dass die dann wirklich in diesem Herdenleben wirklich extrem gut angekommen ist. Aber deshalb ist natürlich auch wichtig, dass wir sie jetzt nicht an Astra verfüttern, auf gut Deutsch gesagt. Da muss also immer ein Bulle bei sein oder ja, man muss die halt so unterteilen, dass die dann wirklich auch ihre ruhigen Momente hat. Momentan ist sie ja nur auch hochträchtig, von der Warte sollte da sowieso nichts passieren. Jetzt geht da die Tür zwischen Anlage 1 und 2 auf und Rani kommt jetzt mit zur Donchung. Die anderen sind ja jetzt schon im Stall. Jetzt holen wir mal die zwei noch rein. Tja, Bullen innen und Kühe außen. In Leipzig immer wieder eine Herausforderung. Und zurück beim Komodowaran-Nachwuchs. Und der Brocken, ob der zu groß ist? Patsy schaut mal vorsichtig vorbei. Na schön, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ist nicht einfach nur mit Abschlingen.
muss man schon ein bisschen was tun für sein Essen, ne? Ja, und sie war mit ordentlichem Biss. Patsy mit Argusaugen beobachtet ihn, wie der zupackt. Schon wie ein Großer. Das ist wahrscheinlich in seinem normalen genetischen Programm so drin, dass er das kann. Dieses Tier so öffnen, auseinanderreißen und dann eben Stück für Stück abschlicken, abschlucken, abschlingen. Fein, das erste Stückchen ist, jetzt hat er fein geteilt, das erste Stück ist abgeschlungen. Muss er sich langsam an den Rest machen. Aber das schafft er auch noch. Toll. Wir füttern jetzt zweimal die Woche. Dienstag und Freitag haben wir jetzt so im Programm und mal schauen, wie es am Ende sich bewährt. Aber bis jetzt sieht er vom Ernährungszustand her sehr gut aus. Und ich denke, dass wir irgendwann dann mal auf einmal die Woche gehen können und dann eben kein Hamster, sondern eine richtig große Ratte ihm geben können. Und das wird schon irgendwie. Oh weh. Schon wieder das Gebimmel. Wie soll man da nur in Ruhe verdauen? Lisa, inzwischen fast am anderen Ende der Halle. Wo ist sie denn jetzt? Wo haben sie sich versteckt? Ach, gucke, da ist der Papa und die Mama. Na, endlich. Habt ihr denn euer Kind mit oder habt ihr es irgendwo hingesetzt? Hm? Da bist du ja. So weit weg von zu Hause. Ja, Pieps. Hm. Oh, hier sitzt sie also. Es war noch nie hier. Also man rennt hier durch die halbe Halle und kriegt schon Panik, weil das Kind nicht da ist. Und dann findet man es hier. Wie schön. Sieht schon aus wie eine richtige Krontaube. Es hat sogar schon Fusseln auf dem Kopf. Es ist so niedlich. Bilderbuchmäßig, total toll. Beide Eltern da, nehmen es mit, zeigen alles. Dadurch, dass die Eltern nicht so scheu sind, ist das Kind nicht so scheu. Super. Ja, und bis vor ein paar Tagen wurde es halt immer abgesetzt irgendwo. Und die Eltern waren am anderen Ende der Halle und das Kind saß da und hat gewartet, bis Mama und Papa wiederkommen. Also auch ziemlich weit weg von den Eltern. Und jetzt rennt es mit rum. Es geht so schnell. Wir lassen euch mal in Ruhe, hm? Na dann, viel Spaß hier im Unterholz. Kleines Fusselchen. Andreas Seger unterwegs im Aquarium. Es ist Essenszeit bei den Tigerschwanzseepferdchen. Es sind nicht gerade Raubtiere, gehen ihre Jagd eher gemächlich an. Das sind jetzt keine Löwen, die sich hier auf dem Zebra stürzen. Ein Pärchen muss Andreas extra füttern. Die beiden leben seit einiger Zeit getrennt von den anderen hinter den Kulissen. Und ihre Zweisamkeit ist nicht ohne Folgen geblieben. Es gibt Nachwuchs. Mehr über die Mini-Seepferdchen nächste Woche bei Elefant, Tiger und Co. Außerdem, beim Maskenkiebitz wird das Brüten zum Nervenkitzel. Am kommenden Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.